Komm, geh rein, jetzt arbeiten. So eine Scheiße. Naja, egal. Auf jeden Fall haben wir einen richtig geilen, schönen S-Coupé. Da ist er. Ein 4MATIC Biturbo V8 C217 S-Klasse Coupé. Habe ich jetzt zweimal alles gesagt? Kann sein, weil das so kalt ist, dass mein Gehirn gerade einfriert. Ist so kalt, ey. Mir ist so kalt, ey. Oh. Baujahr 2016. Ein V8 Biturbo 4MATIC. Hört sich an wie ein Transformers irgendwie, ne? Wir haben jetzt heute, es ist ein sehr, sehr, sehr schöner Tag. Wir haben jetzt gerade minus 10 Grad. Was wir an diesem Fahrzeug gemacht haben, wir haben hier eine Auspuff-Sound-Optimierung durchgeführt. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, das ist doch ein S-Coupé, ein AMG, ein 63er sogar, S63. Und der hat ja schon voll den krassen Sound. Was kann man denn da noch machen? Es ist so bei dem Fahrzeug, dass wenn ihr ganz normal durch die Stadt cruisen wollt, dann geht die Klappe immer zu und dadurch wird das Auto leiser aus dem Auspuff. Richtig? Richtig. Also wir haben eine Schaltung entwickelt, die man einfach nur jetzt Plug and Play zwischen den Kabel, zwischen die originalen Kabel einfach dazwischen steckt und somit habt ihr eine manuelle Klappensteuerung. Also wenn ihr ein S-Coupé fahrt und ihr möchtet gerne eure Klappensteuerung manuell nutzen, natürlich nur für Showzwecke, ist klar. Dann gibt es jetzt hier von der Firma Chave Car Design ein richtig geiles System. Ihr braucht das nur dazwischen schalten und den Schalter nach vorne legen. Also wirklich nur Stecker abziehen, den dazwischen, Schalter nach vorne und fertig. Wo könnt ihr diese Schaltung jetzt käuflich erwerben? Unter chave-shop.de. Genau da. Das ist geil, oder? Ja. Vor allen Dingen, ihr braucht keinen Stromabgriff, kein gar nichts. Einfach nur Stecker ab, unsere Schaltung dazwischen klemmen, fertig. Achso, und noch einen Schalter dahin legen, wo der Schalter irgendwo sein sollte, da wo ihr ihn haben wollt. Ihr könnt ihn auch im Kofferraum lassen, dann braucht ihr das ganze Kabel nicht durchlegen. Würde aber keinen Sinn machen, deswegen... Wenn ihr jetzt aussteigen muss. Genau. Der Kunde möchte gerne noch eine Erweiterung haben. Er möchte jetzt gerade eben erfahren, eine Sonnenschutzfolie haben. Das heißt für uns, wir müssen heute richtig Gas geben, aber das machen wir ja auch gerne. Wollen wir das mal ausprobieren? Ja? Komm, die Folie. Hast du schon die Koppelstangen erwähnt? Koppelstangen? Nein, habe ich noch nicht erwähnt. Wir haben eine andere Koppelstange eingebaut, was das Fahrzeug per Koppelstangen tiefer gelegt wird. Ganz kurze Sache. Koppelstange, ja? Koppelstange. Das sind ja diese kleinen Teile. In dem Fall waren es ja so kleine Plastikstangen, ne? Hier haben wir einmal die Koppelstange für vorne. Die ist 8,5 cm lang. Und hier haben wir die Koppelstange für hinten. Die ist 20 cm lang. Wenn du den Wagen belädst, ist ganz klar, geht er hinten runter. Genau, dadurch. Dann neigt das, dann ist das Luftfahrwerk weg, dann merkt er durch die Koppelstangen, ja. Ich bin zu tief. Ja. Und stellt sich so wieder ein. Und pumpt dann hinten wieder mehr Luft rein beim Luftfahrwerk. So, und bei dem ist das jetzt so. Und bei dem Nicht-Luftfahrwerk? Bei keinem Luftfahrwerk ist das so, du belädst ihn hinten. Ja. Und automatisch stellt er über den Poti von der Koppelstange das Licht vorne am Scheinwerfer so ein, was wieder auf die richtige Position kommt. Alles klar. Das heißt, der Wagen bei einem Nicht-Luftfahrwerk bleibt dann so schräg, aber es verändert sich nur im Scheinwerfer dann das. Und bei dem Luftfahrwerk ist es so, dass das ganze Luftfahrwerk sich dann wieder reguliert. Richtig. Mit der Koppelstange. Mit der Koppelstange. Das wird quasi heißen, dass wenn ich jetzt diese Koppelstange länger mache oder kürzer mache, kannst du entweder hoch oder runter. Ah. Das ist ja cool, ne? Koppelstangenmäßig. Kann man mit Koppelstangen machen, kann man auch bei gewissen Fahrzeugen auch über Software machen. Ah.